Ah, da kommen die Kolonnen an. Sehr gut. Schöne Sache, sehr schöne Sache. Trotzdem warte ich jetzt noch eine Weile, bis ich wirklich mit Stahl beliefert werde, damit wir die ganzen Kisten machen können. Also ich hatte ja am Anfang der Session angefangen, hier die ganzen Fabriken zu optimieren. Aber ich denke, auch da habe ich noch ein, zwei Sachen übersehen, die wir verbessern sollten. Das heißt, für hier unten brauchen wir noch Kisten, für hier oben beim Öl brauchen wir noch Kisten und ja, zum Beispiel die Kohle-Requester-Chest. Dafür brauchen wir eine Kohle-Provider-Chest. Haben wir eine Kohle-Provider-Chest? Nö, aber hier würde sich anbieten. Ist das noch in der Reichweite? Ja, ist es. Du bist nur falsch rum. Ja. Das war nicht dein Job. Dein Job war ein anderer. Aber gut. Du wirst eine Passiv-Provider-Chest später mal werden. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass immer genug Kohle da ist. Und Strom ist schon wieder viel zu langsam. Das ist doof. Doof. Was verbraucht denn eigentlich gerade so viel Strom, was neu dazugekommen ist? Die Roboports, ne? Ja. Ärgerlich. Oh, wir können eine Passive-Provider-Chest bauen. So, du bist eine Passive-Provider-Chest. Müssen wir nochmal warten, bis wir noch Stahl haben für die Requester-Chest für Kohle oben. Und dann müssten wir eigentlich Roboports bauen. Für noch ein, zwei Stellen. Strom, was fehlt uns hierfür? Stahl. Es ist immer Stahl. Warum? Es arbeitet schon auf Hochtouren. Wobei es halt keine Chips hat, also keine Module. Aber es sollte nicht so ungeduldig sein. Das System mit den automatischen Anlieferungen vom Eisenplatten ist ja noch relativ frisch. Das braucht noch ein bisschen, bis es optimiert wird. Und du, was machst du? Du arbeitest gar nicht mehr, ne? Nö. Hast noch ein bisschen Öl, das könnten wir mal abpumpen. Du füll mal bitte Ölfässer. Okay, du brauchst noch einen Eingang. Miep, miep. Ah, bauen wir weg. So, mehr Rohr. So, jetzt wirst du befüllt mit Öl. Brauchst nur die Barrels. Das heißt, wir saugen jetzt die Barrels aus dem System und bauen alles andere hier ab. Dann haben wir die Altlasten schon mal hinter uns und die Fabriken brauchen keinen Strom mehr. Was ja auch ein dezent wichtiger Punkt ist. So. Erster Haken. Die Blauchip-Fabrik kriegt auch keinen Anschluss mehr, das ist aber nicht schlimm. Und die kriegt auch keinen Anschluss mehr. Denn wir müssen die beiden Sachen ja eh oben aufbauen. Ne? Also. Hätte ich ein bisschen geschickter machen können, die beiden Sachen erst oben aufbauen, aber was soll's. Kriege ich Stahl? Das ist Plastik, das ist Stahl. Ja, wir haben schon genug Stahl für drei Kisten, das ist gut. So, du bist ein Kohlekist. Erst will man Tag gucken. Yeah. Ich hätte gerne eine Aktiv-Provider-Chest. Dahin. Die befüllt bitte unser System mit all dem Schmu hier. Kohle aufsammeln. So. Der ganze Schmu bitte ins System. In die Storage Chest. Und die Kohle, die hier drunter liegt, die sollten wir bei Zeiten auch einlagern. Das Ding ist richtig schön langsam. Also das können wir ruhig bei einer Active Provider Chest lassen und hier einen Arm ranklemmen. Das heißt, es wird zwar Kohle das System zumüllen, aber halt sehr langsam. Das passt schon. So, du kannst weg. Du bist eine Fabrik, die Strom frisst. Die ganzen da... Was macht er mit den... Achso. Weg. Weg. Ja, komm. Weg, weg. Weg. Alles weg. Da kommt wieder Stahl angeflogen. Sehr gut.
Kupferplatten fehlen. Ich sehe ganz viele Roboter mit Kupferplatten. Da. 4 Solarzellen. Ernsthaft? Also mau. Aber na gut, wir wollen nicht meckern. Jedes bisschen Strom hilft und so. Toter Baum, weg. Yay. 5 Solaranlagen aufgestellt. In der Nacht. So, Kupferplatten werden einsortiert. Das Ding läuft auf Hochtouren. Die Passive Provider Chest läuft auch gut. Das heißt, es müsste immer auch genug Kohle oben ankommen beim Plastik. Und wir können lila Science Packs herstellen. Was schön und gut ist, aber wir haben nicht genug Alien-Artefakte. Ja. Explosive Rocket. 300, 150. Das ist da schön schnell. Also, es ist an der Zeit, dass wir losziehen, um mehr Alien-Artefakte zu machen, damit wir die tollen Sachen erforschen können. Das heißt, ich laufe jetzt einmal hier unten falsch im Kreis zu der Kiste mit den Alien-Artefakten, mach daraus schon mal die Lila Science Pack, guck, wie viel wir zusammenbekommen und dann suchen wir uns kleine, einfache Basen. Da, 240. Das ist gut. Da, stell mal her. Dann suchen wir uns kleine, einfache Basen und Schrotflinten darum. Und hoffen, dass wir die kaputt bekommen. Dafür könnten wir theoretisch den Buggy nehmen. Haben wir den noch? Ja, da. Dafür könnten wir theoretisch den Buggy nehmen und praktisch werde ich das auch. Hast du genug Brennstoff? Ja, du hast Holz. Du bist ein super Buggy. So, nix anfahren. Jo, jo. Oh, das war knapp. So, Karte. Da und da sind einzelne kleine Basen. Oh. Ah. Interessante Art, durch den Dschungel zu fahren. Okay. ist die Basis immer noch so klein? Oh. Warum kann ich nicht... Ah. Und... Das war ja einfach. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. 4 Artefakte. Nicht viel, aber ein Anfang. Die Basis da hinten ist ein dicken größer. Ich glaube, die sollten wir auch gar nicht erst versuchen. Oh. Ah doch. Oh. Ah, da war ein Wurm bei. Okay, wir haben eine Basis kaputt bekommen. Ist schon mal anfangen. Das heißt, wir warten jetzt, bis die Aliens aufholen. Da glaube ich, sogar ein mittlerer dabei. So, steigen aus, reparieren den Wagen. Machen das Ganze jetzt nochmal mit einer Basis weniger. Also weniger Spawn. Und töten wieder eine Basis. Dann, ne? Du siehst das nach der Zeit immer wieder lichten. Der Wurm ist noch ein Problem. Ja, jetzt ist die Forschung fertig. Stack Size, nee. Wir hatten 150, das heißt, ich erhöhe mal die Geschwindigkeit von denen oder mach Forschung. Lieber Forschung, Waffenforschung, besseres Boom Boom. Wurm. Ja, Wurm getroffen. Auto ist leicht angeschlagen. Ich hab noch erstaunlich viel Munition. So, Wurm ist kaputt. Anhalten. Alles ist kaputt. Sehr schön. Each. Reparieren. Das lief erstaunlich gut. Und wir können demnächst die bessere Schrotmunition herstellen. Das geht ja bestimmt richtig gut ab. Guti, guti, guti. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Okay. Munition sieht okay aus. Rüstung sieht okay aus. Rein da. Nächste Basis. Also lila Science Packs. Oh, boing. Sind nicht so schlimm, wie ich dachte.
Im Notfall können wir nämlich einfach mal rumfahren und uns ganz kleine Basen suchen. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Das wäre doof. Da ist eine viel zu große Basis. Doink, doink. Gleichzeitig fahren auf die Minimap gucken ist doof. So, aussteigen, reparieren. Ja. Ich hätte gerne einen Rambock vorne dran an meinem Bug. Ah, hier. Oh, Bom. Okay. Und auch du kaputt. Ist teilweise ein bisschen zu knapp. Aber alles machbar. Wir sollten aber... Das bringt uns jetzt nur Forschungspunkte. Also diese lila Tränke. Es bringt unserer Basis kein bisschen Sicherheit. Unsere Basis würde nur Sicherheit bringen, wenn wir die großen Basen angehen würden. Die da zum Beispiel. Aber guckt euch das mal an, wie viele das sind. Okay, wir machen die da und die da. Die könnten nämlich in Zukunft ein Problem werden. Die großen kriegen wir jetzt nicht so schnell aus der Welt geschafft, aber die kleinen können wir dafür sorgen, dass sie in der Zukunft kein Problem für uns werden. Was ja auch ganz gut klingt. Einmal die Schneise hier zu Ende bauen. Schießen. Machen. Zerstören halt. Oh. Und reparieren. Und ich sehe zu viel Gewusel da oben. Rinder. Im Dunkeln Aliens töten ist nicht so schön. Im Dunkeln im Wald Aliens töten noch weniger. Ja, ich sehe fast gar nichts. Oh, und das sind Würmer. Stehen bleiben. Ja, das ist gar keine Basis. Gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Hause. Dann gucken wir, was die Forschung macht. Schmeißen die Tränke, die wir gerade hergestellt haben, wovon wir übrigens noch mehr herstellen sollten. Die schmeißen wir erstmal in die Science Labs und dann haben wir unsere bessere Schrotmunition und dann geht's ab. So, wahllose Zerstörung bei der Natur. Mhm. Dong. Die Natur wehrt sich, indem sie sich uns in den Weg schmeißt. Dong. Oh. Oh, oh. Ja, das war ein Ticken zu nah dran an der Basis. Die werden mir jetzt alle folgen. Bis zu meiner Basis. Das heißt, wir locken sie mal hier hin. Ich sehe gar nichts. Oh. Ich will sie nicht zu meinen Türmen locken. Ich traue meinen Türmen nicht. Außerdem brauchen die Türme zu viel Strom. Was ist das? Oh, ich glaube, ein Teil ist zu der Basis doch gelaufen. Was Interessantes. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die hätten mich durchgehend verfolgt. Du. Reparier, reparier, reparier. Und oh, du reparierst unseren Buggy? Wie geil. Ich lass den mal hier stehen. Eventuell wird er zerstört, aber die sind doch recht schnell herzustellen. Also, ne, nicht so schlimm. Ich bin lieber schnell wieder zu Hause. So, Science Packs abliefern. Hier. Ich hätte gerne eine Kiste. Ich hätte gerne ein Ärmchen. Und das befüllt dann das innere, äußere Fließband. Mit den Science Packs. Jupp. 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 Alles rauf da. Sehr schön. Also, die Forschung müsste jetzt auch demnächst abgeschlossen werden, weil wir haben schon mehr als genug Science Packs für die Forschung. Alles gut. Kohle wird angebracht. Stahl. Werde ich mit Stahl gefüttert? Ja, werde ich. Sehr schön. Es scheinen inzwischen auch mehr Roboter zu sein. Hier sind drei, die können wir wieder aktivieren. Man konnte irgendwo sehen,
Also in den Kommentaren wurde mir gesagt, dass man sehen könnte, wie viele Roboter gerade aktiv sind, wenn man bei einer aktiven Kiste guckt. Available Robots, 120 von 188. Willst du mir damit sagen, dass 120 Roboter gerade nichts zu tun haben?